du was vor? Nein. Meine Frau fährt in die Stadt. Geben Sie mir dafür Scheine. Also? Ich fahr nach Haus. Da fehlt eine Mark. Bis morgen dann. Bis morgen dann. Wiedersehen, Frau Henning. Wiedersehen. Isabel. Du bist ja doch da. Habe ich nicht gesagt, dass ich komme? Und was hast du vor? Ich habe mir gedacht, jetzt fahren wir mal ein Stück und dann werden wir schon sehen. Das ist wirklich eine fabelhafte Idee. Herr Henning? Ja? Ist meine Frau schon verletzt? Ja, da müssen Sie fast in die Arme gelaufen sein. Oh. Wenn Sie draußen noch mitwarten, dann... Ja. Wiedersehen, Frau Henning. Wiedersehen. Was haben wir davon? Wie meinst du das? Wenn wir auf der Terrasse vom Parkcafé sitzen und zu den Schwänen sehen? Wir können ja wieder mal ein Stück spazieren gehen. Wie früher. Bei der Kälte? Sag mal, von wegen ein, zwei Wochen Teneriffa, das wird wohl nichts mehr. Das glaubst du, was ich lieber täte, aber du weißt ja. Ja, ja, ich weiß. Was willst du eigentlich, Isabel? Ich will überhaupt nichts. Du willst doch immer. Wenn du nicht willst, was ich will, brauchst du es ja nur zu sagen. Wollen wir irgendwo ganz doll essen? Jetzt hast du ja deinen Spaziergang. Ist ja nicht weit bis zu dem Kaff. Ich beeile mich.
Gottes Willen. Isabel. Kannst du mich hören? Isabel. Isabel. So früh? Ah ja, diese Samstagsinspektionen liegen mir sowieso schon im Magen. Ich fahre dann schon rein, ich räume das schnell weg.
Ist was? Du siehst so bedrückt aus. Kommst du denn darauf? Alles in Ordnung. Bisschen abgespannt. Das Essen ist noch nicht fertig. Ich habe dich nicht so früh zurückerwartet. In der Morgenandacht spricht der Pfarrer Neumann. Guten Morgen, Bier. Kaffeemaschine ist kaputt. Heute in dieser frühen Stunde, wenn Sie das habe ich gar. Ja, ja. Ja. Jetzt ist Kommissariat Kreuzke. 200 Meter nach der Abzweigung Suddenrad. Ja, ebenfalls schönen Sonntag. Ja? Ja. Das macht die Tagschicht. Denkst du, 4:04? Scheiße. Du meckerst auch, wenn du Tagschicht hast. Ja. So. Komm, komm, die Spurensicherung ist schon unterwegs. Ja. Ich erzähle auch einen neuen Witz. Kenn ich schon. Fertig. Ja. Gibt's denn auch eine Leiche? Ja, da drüben. Georg Karges, Landwirtschaftsgehilfe, 33, vom Gut Schönfelden da drüben. Ja. Überfahren? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mann, seid ihr wieder präzise. Angefahren. Oder vielleicht hier. Aber Blut befindet sich da hinten, 20 Meter weiter. Ja, und dann liegt er wieder hier im Gestrüpp. Die Jungs haben ihn gefunden. Aha. Was macht ihr denn so früh im Wald? Wir sammeln hier immer Wasserflöhe. Also, tschüss. Na ja, Wiedersehen. Futter für Frösche, hä? Quatsch, Mann, fürs Aquarium. Frösche fressen Fliegen. Ja, danke. Wieder was gelernt. Ich dachte, sowas weiß die Polizei. Ja, es gibt eben schlaue Polizisten, weißt du, und nicht ganz so schlaue. Ist das ein richtiger Mord hier? Ja, das weiß ich selber noch nicht. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Aber riech mal. Benzin. Hier ein Benzinfleck. Und da Blut. Aha. Ist das was? Weiß ich doch nicht. Wie viel Promille? Oh, ganz schön. Ja gut, aber beeilt euch. Dass dir das nicht auch mal passiert. Hä? Der Kerl im Gestrüpp war ziemlich kampfunfähig.
Ja, ich bin ja kein Kämpfer. Gute Nacht. Gute Nacht. Hatten Sie vielleicht, wir nicht. War nicht so gemein. Ist nicht identisch. Aber von einem Menschen. AB-E. Danke. Tja, also, das Blut auf dem Stein stammt nicht von dem Toten im Gestrüpp. Das dachte ich mir beinahe. Ich nicht. Es gibt eben schlaue Polizisten und nicht ganz so schlaue Polizisten. Notzucht? Nein. Erwürgt und Schädelfraktur. Wahrscheinlich durch Sturz. Wann ist das ungefähr passiert? Ungefähr. Gestern Nachmittag. Möglich, ja. Mehr als ein paar Stunden jedenfalls, aber nicht länger als ein Tag. Haferkamp, ich bin der ermittelnde Beamte. Sind Sie ansprechbar? Ja. Wann haben Sie Ihre Frau zum letzten Mal gesehen? Das weiß ich nicht genau. Wie darf ich das verstehen? Ich wollte sie gestern Nachmittag um 5 im alten Zoll abholen. Sie bedient dort. Sie wissen nicht genau, ob Sie sie da gesehen haben. Nein. Der Wirt sagte mir, sie sei gerade weg. Ich habe dann draußen einen Wagen wegfahren sehen und es kam mir so vor, als ob sie drin gesessen hätte. In Ihrem eigenen Wagen? Nein, sie hat keinen. Was haben Sie dann gemacht? Ich bin hinter dem Wagen hergefahren. Und? Ja, und dann habe ich ihn aus den Augen verloren. Kann es sein, dass ich Ihre Frau von jemandem hat nach Hause fahren lassen wollen? Kaum. Und die Vermisstenmeldung haben Sie erst heute Morgen erstattet? Ja. War es für Sie nichts Ungewöhnliches, wenn Ihre Frau nicht nach Hause kam? Das kam schon ab und zu mal vor. Was könnte das für ein Wagen gewesen sein, in dem Ihre Frau mitgefahren sein könnte? Ein gelber Audi, glaube ich. Sie sagten, Sie sind hinterhergefahren. Wann haben Sie denn die Suchaktion abgebrochen? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe sie nicht gefunden. Naja, aber Sie werden doch noch wissen, wie lange Sie gefahren sind, in welcher Richtung und ungefähr wie lange. Ich bin einfach hinter einem Auto hergefahren, wo ich dachte, das könnte sie sein. Bis zur Abzweigung Suddenrad. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Was hat Ihre Frau für eine Blutgruppe? AB-E? Ich kenne nicht mal meine eigene. Und wie hieß noch mal das Lokal, in dem sie gearbeitet hat? Zum alten Zoll. Herr Reisch, ich muss Sie bitten, mit ins Präsidium zu fahren. Können Sie nicht lesen? Wir schon. Sie auch? Ach so. Bitte. Danke. Was gibt's denn? Hat bei Ihnen eine Isabel Reisch gearbeitet? Wieso hat? Bis jetzt hat sie noch nicht gekündigt. Sie ist tot. Tot? Wie denn das so plötzlich? Ein Unfall? Sie ist ermordet worden. Ermordet? Du, hast sie gehört? Isabel ist tot. So schlimm hätte sie es nicht gleich treffen müssen. Herr Reisch sagt, dass er sie abholen wollte am Sonnabend. Ja, das stimmt. Aber sie war gerade weg. Mit wem? Ja, das weiß ich nicht. Mit niemandem vom Lokal jedenfalls. Die hatte viele Bekannte. Den zum Beispiel? Kenne ich nicht. Kann der sie abgeholt haben zum Beispiel?
Keine Ahnung. Tja, wenn er draußen gewartet hat vom Lokal. Was hat denn Herr Reisch gesagt, als er kam und seine Frau war weg? Nicht viel. Auf der Sohle kehrt und hinterher. Ja, Herr Reisch hätte was Besseres verdient. Ein anständiger, tüchtiger junger Mann. War er wütend? Aufgebracht? Warum? Besteht der Verdacht, dass er... Sie sagten vorhin, dass Frau Reisch öfters mal Bekannte hatte. Hat sie die vorwiegend hier im Lokal kennengelernt? Ja, wissen Sie, wir haben hier eine Menge Stammkunden und alle verheiratet. Wenn ich da jeden, der mal in den Ausschnitt geguckt hat... Die wollen wir ja nicht wissen. Nur die, die tiefer geguckt haben. Herr Henning, wer zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen kann und das... Ja, ich weiß. Ich schreibe ihm den Namen auf. Vergiss dich nicht. Das ist eine schreckliche Sache, nicht wahr? Ja. Glaubst du das? Was? Dass es ihr Mann war. Wie soll ich das wissen? In der Zeitung steht, dieser Karges war ein armes Schwein. Und die Kellnerin hat sich nur mit besseren Herren eingelassen. Ja. Du musst dich beeilen, wenn du noch den Bus kriegen willst. Wieso den Bus? Ich habe den Wagen gestern zum Waschen gegeben. Aber der ist doch eben erst. Kann ich den nicht deinen nehmen? Ich muss Ware holen. Kann ich ihn dann mittags wenigstens wieder abholen? Ja, ab 12. Ah, setz dich mal. Du, ich wollte gerade essen gehen. Ja, essen gehen. Setz dich. Sagtest du neulich nicht, es gibt schlaue und nicht ganz so schlaue Polizisten? Ja. Dann gehöre ich zu den ganz schlauen. Du sollst dich setzen. Zu welcher Gruppe gehörte das Blut auf der Straße bei Suddenrad? AB-E. Und was hat die Blutgruppenuntersuchung von Frau Reisch ergeben? AB-E. Okay. Ja, nee, nix okay. Es geht weiter. Der Tod des Landarbeiters Georg Karges trat am Samstag gegen 18 Uhr ein. Und der von Frau Reisch? Ebenfalls. Ebenfalls. Von wem weißt du das? Ja, du hast doch selbst gesagt, es gibt schlaue und weniger schlaue Polizisten. Karges holt Isabel Reisch in der Gaststätte zum alten Zoll ab. Peter Reisch, der sie auch abholen wollte, hinterher bei Suddenrad stellt er sie. Nee. Nee. Nee, Karges hat ja gar keinen Wagen, nicht? Und wenn er einen gehabt hätte, wo ist er dann? Außerdem, warum soll der Reisch den Karges ins Gestrüpp werfen, seine Frau ein paar Kilometer weiter im Wald verbuddeln? Kannst du mir das vielleicht sagen? Das weiß ich doch nicht. Nee? Ich denke, du bist so schlau. Mal ohne Quatsch. Der Reisch verfolgt seine Frau bis in diese Gegend, wo wir den Karges gefunden haben. Richtig. Ganz in der Nähe, wo Karges dran glauben musste, hat es auch die Frau Reisch erwischt. Auch richtig. Also liegt es doch irgendwie nahe, dass Frau Reisch und Karges zusammen waren, dass sie aus demselben Anlass sterben mussten. Und einen Anlass hat ja nur Reisch. Oder spinne ich? Nein, du hast vollkommen recht. Deshalb habe ich auch Reisch vorläufig festnehmen lassen. Aber wir haben keinerlei Hinweis darauf, dass Karges irgendetwas mit Frau Reisch zu tun hatte. Das müssen wir noch sehr genau überprüfen und uns umsehen. Rings um Suddenrad, mein Kleiner, aber nach dem Essen, ja? Kennen Sie die? Du lieber Gott, das ist doch ein Jahr her. Hat der Wirt vom alten Zoll gequatscht, dann sieht er mich nicht wieder. Tja, wir müssen jedem Verdächtigen auf den Zahn fühlen. Das werden doch gerade Sie verstehen. Es darf doch wohl nicht wahr sein, dass Sie während der Geschäftszeit mit so einem Quatsch zu mir kommen. Soll ich kommen, wenn Sie mit Frau und Kindern beim Abendessen sitzen? Kann ich Herrn von Ebner sprechen? Nee, das können Sie nicht. Mein Mann ist nämlich tot. Nee. Seit einer Woche. Verzeihung. Komm schon, frei, hu. Ich hab gleich in der Werbe gehabt. Aber das ist ein Weiberl. Ich hab einen Mandel gehabt. Grüß Gott. Kommen Sie zu mir? Ja, sind Sie ja Alfons Schindler? Ja, warum? Ja, Feigl. Kriminalpolizei. Aha. Ist was passiert? Ja, ich muss Sie fragen, kennen Sie eine gewisse Isabel Reisch? Aus Essen? Ja. Ja, wieso? Ja, sie ist leider tot. Um es kurz zu machen, wo waren Sie am Samstag? Genau am Samstagnachmittag. Ja, nicht du. Da war ich oben auf einer Skihütte. Mhm. Mit ein paar Freunden. So. Wollen Sie vielleicht die Adresse? Ja, gern, wenn es geht. Dann kommen Sie halt rein. Dankeschön. Du bist ein feiner Hund. Hat sich bei dem Schindler in München was ergeben? Nee. Feigl meldet Fehlanzeige. Der Mann hat ein Alibi. Und du? Sag mal, wie ist das bei dir? Infolge welcher frühkindheitlichen Schäden hast du eigentlich beschlossen,
Polizist zu werden. Na? Na, ist gut. Tja, also wir neigen ja jetzt zu der Auffassung, dass Frau Reisch den Karges getötet hat. Daraufhin erschlug er sie, fuhr sie in den Wald, verbuddelte sie, tja, und legte sich dann tot in den Straßengraben zurück. Sehe ich so aus, als ob ich darüber lachen kann? Nee. Der Chef wünscht einen kurzen Zwischenbericht. Er lautet, dass wir im Dunkeln tappen. Vielleicht fassen Sie Reisch zu weich an. Ihre kameradschaftliche Art der Vernehmung, Herr Haferkamp. Ja, ja. Ihre kameradschaftliche Art muss selbst einem Mann Mut machen, der bis zum Hals im Schlamassel sitzt. Wenn ich mal meine Schwiegermutter umbringe, möchte ich von Ihnen vernommen werden. Gern. Wir haben dem Benzinfleck noch keine Aufmerksamkeit geschenkt. Da, wo das Blut auf der Straße gefunden wurde. Ja, ja, ich weiß. Aber was lässt sich mit Benzin auf der Straße anfangen? Tja, vielleicht hat jemand nachgetankt. Na, viel Sinn ergibt es nicht. Sei denn, dass in dem kleinen Nest getankt wurde. Guten Tag. Ich hätte eine Frage. Ja? Am Samstag, hatten Sie da auf, nachmittags? Nachmittags? Nee. Warum? Ach so, der Doppelmord. Nee, Samstag ist zu. Haben Sie irgendwas bemerkt? Nee. Was denn? Naja, dass jemand Sprit wollte zum Beispiel. Nee, da geht doch der Münztank. Ja, da kamen zwei oder drei Autos. Und dann ein Mann mit einem Kanister. Wie sah der aus, der Mann mit dem Kanister? Ja, wie soll der schon ausgesehen haben? Normal, ganz normal. Ich habe immer mal rausgeschaut, weil auf Münztank geschaltet war. Und ob alles in Ordnung geht. Und der Mann hat getankt und ist dann gegangen. Gegangen, nicht gefahren. Ja, ich sage, er war zu Fuß. Könnte es der gewesen sein? Ja. Ich weiß wirklich nicht. Ging er in diese Richtung? Ja. Mit einem Kanister, sagen Sie? Ja. Wie groß, wie viel Liter? Ja, so 20 Liter. Militärkanister. Dankeschön. Ist das die einzige Tankstelle in dieser Gegend? Nein, da ist noch eine, 12 Kilometer von hier, Richtung Bottrop. Wiedersehen. Ja, tanken Sie nicht. Oh, natürlich. Hilfst du mir denn bei der Inventur? Ja, ja. Das können wir ja am Wochenende machen. Samstag? Fährst du denn da nicht zur Inspektion? Ach so. Natürlich. Tag, Frau M. Danke schön, Phil. Eine 40 Watt für den Jahr. Was macht das bitte? 230. Bitte? Danke. Danke auch. Wiedersehen. Wiederschauen, Frau Schmidt. Sag mal, du hast doch auch so einen Kanister. So einen großen Wehrmachtskanister. Wie in der Zeitung steht. Hast du es nicht gelesen? Doch. Kannst du doch vielleicht der Polizei einen Hinweis geben? Einen Hinweis? Worauf, dass ich einen habe? Was hat denn die Polizei davon? Die Dinger liegen bei uns im Bauhof haufenweise herum. Wenn da jeder einzelne Behördenangestellte meint, der Polizei einen Hinweis geben zu müssen. Na, was ist denn? Hör zu. Vielleicht mache ich mir Sorgen. Vielleicht macht man sich keine Sorgen. Entweder man macht sich welche oder man macht sich keine. Wenn du dir welche machst, dann weiß ich nicht warum. Warum interessiert dich überhaupt der ganze Kram? Du kümmerst dich doch sonst nicht um Morgendurchschlag. Wenn etwas so in der Nähe passiert? In der Nähe? Das Suttenrad sind es fast 10 Kilometer. Der Mann tut mir leid. Dieser Reisch. Sie haben ihn verhaftet. Dann wird die Polizei ihre Gründe haben. Naja, es ist ja gut. Es ist ja gut. Immer wenn etwas nicht gut ist, sagst du, es ist gut. Ich dachte, ich könnte dir helfen. Wobei? Wobei bitte glaubst du, mir helfen zu können? Wir haben ihn. Na, das ist doch wenigstens was. Jedenfalls stimmt, was Reisch gesagt hat. Das Buch war da. Sag mal, ist das hier ein H oder ein K? K wie Karges, meinst du? Ich habe auch schon geguckt. Tja, Ihre Haare sehen alle ein bisschen wie K aus. Das ist vielleicht ein Durcheinander hier. Wahrscheinlich will ein kleines Entlastungsmanöver starten. Seht mal, ich helfe euch und sage euch,
dass meine Frau so ein Büchlein hatte. Mal sehen. HSCH steht hier. EHSCH mit der Nummer 442189. Weiß ich nicht. Lippelt, Ernst Lippelt, Bochum. Das ist Ihr Stiefvater. Und hier ein H oder K oder so 693-1189. Naja, einen Hinweis auf Karges haben wir da auch nicht. Haben wir auch nicht behauptet, dass der Kerl im Straßengraben einer der Liebhaber war. Na gut. Was sagen Sie, na gut? Gut ist es, wenn Sie mich hier endlich rauslassen. Wir halten Sie hier nicht zum Spaß fest, Herr Reisch. Also das hier, diese drei, das sind Nummern und Adressen, die uns auch der Wirt vom alten Zoll gegeben hat. Und was ist mit dem H hier? Das ist eine Durchwahlnummer von der Bauaufsichtsbehörde. Eine Frau Pilz. Bauaufsichtsbehörde? Ja, das andere, das sind also nur Kinder, Ehefrauen. Also Moment mal, an so einer Bauaufsichtsbehörde, da hängen doch noch ein paar Personen dran, oder? Meistens, ja. Inspektion Pils? Polizeipräsidium, Haferkamp. Da ist die Bauaufsichtsbehörde, ja? Ja, da hat doch eben schon jemand von Ihnen angerufen. Ja, ich weiß, ich wollte nur noch gern wissen, ist das Ihr Dienstapparat, von dem aus Sie sprechen? Das ist der Apparat von Oberinspektor Helm. Er ist eine Besprechung. Worum geht es denn? Helm, sagten Sie? Ja, es ist wichtig. Wann ist die Besprechung beendet? Die hat gerade erst angefangen. Vielleicht in 2 Stunden. Aber ich kann den Helm auch mal rausholen, wenn es erforderlich ist. Nein, danke. Herr Henning, wir wollten nur mal nachfragen, ob Ihnen der Name Helm vielleicht ein Begriff ist. Helm, Helm. Moment mal. Lotte, ja? Sag mal Helm. Ist das nicht der vom Vermessungsamt? Nee, nicht Vermessungsamt, von der Baubehörde. Ja, der ist auf seinen Touren immer mal bei uns eingekehrt. Ist aber schon eine Weile her. Monatelang ist er nicht mehr hier gewesen. Aber was die Isabel betrifft, da sind ihm fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Ja. In letzter Zeit haben Sie ihn jedenfalls nicht gesehen. Auch nicht an dem Sonnabend, dass der Mord geschah. Nee. Ganz bestimmt nicht. Na gut, vielen Dank. Wiedersehen, Frau Henning. Wiedersehen. Wiedersehen. Die Polizei hat angerufen. Ja? Und was will sie? Ich weiß nicht. Ein Herr Haferkamp hat sich gemeldet, er... Haferkamp, das ist mein Kollege Kreuzer. Ich bin Frau Pilz. Ja, und das ist der Helm, den Sie sprechen wollten. Dankeschön. Wir hätten ein paar Fragen, dürfen wir? Ja, natürlich. Bitte. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Kennen Sie Isabel Reisch? 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 Wissen Sie, ich habe so viele Namen in meinen dienstlichen Vorgängen. Es muss nicht dienstlich sein. Reisch, sagten Sie. Ist das nicht der Name der Frau, die tot im Wald gefunden wurde? Ja, das ist sie. Sie war Bedienung im alten Zoll. Sie kennen das sogar. Ja, ich bin da ab und zu auf meinen Dienstfahrten zum Kaffeetrinken eingekehrt. Aber das ist lange her. Haben Sie Frau Reisch näher gekannt? Näher? Ich weiß nicht, was Sie unter näher verstehen. Ja, zum Beispiel so nahe, dass Ihre Amtsnummer in Ihrem Notizbuch stehen konnte. Ach Gott, das ist leicht zu erklären. Als Frau Reisch erfuhr, dass ich beim Bauamt bin, da hat sie mich gefragt, ob ich ihr vielleicht helfen könne. Sie hatte Ärger wegen eines Hausanbaus. Ich habe ihr meine Nummer gegeben, damit sie mich erreichen kann. Hat sie sie erreicht? Sie hat sich nicht wieder gemeldet. Nein? Nein. Hat Frau Reisch vielleicht irgendeine Andeutung gemacht, dass sie sich für die Unterstützung erkenntlich zeigen würde? Ich bitte Sie. Wo waren Sie denn am Sonnabend zwischen 16 und 19 Uhr? Auf Inspektionsfahrt. Das sind routinemäßige Bauuntersuchungen nach den Gesichtspunkten von Sicherheit und Landschaftsschutz. Sind Sie da allein unterwegs gewesen? Ja, ich mache das immer allein. Wir kommen mit den Prüfungen in der regulären Dienstzeit einfach nicht nach. Wie bei uns. Allgemeines Beamtenlos. Sagen Sie, wie war das eigentlich auf Ihrer Dienstfahrt? Waren Sie da zufällig in der Nähe von Suddenrad? Suddenrad? Nein. Hören Sie, ich habe natürlich in der Zeitung gelesen, was da bei Suddenrad passiert ist. Wenn Ihre Fragen jetzt etwa auf einen Verdacht hinauslaufen... Aber das ist doch Routine. Das werden Sie doch verstehen. Prüfen Sie nie etwas, wo sich am Ende herausstellt, dass alles in Ordnung war. Ja, natürlich. Die Sache ist ja auch gleich aus der Welt geschafft, wenn Sie mir sagen, wo Sie gewesen sind und mit wem Sie gesprochen haben. Ich bin die Strecke bei der neuen Siedlung bei Mülheim abgefahren. Gesprochen habe ich mit niemandem. Ich darf die Grundstücke ja nicht betreten, außer wenn ich die Besitzer vorher frage.
Hat Sie jemand gesehen? Wie soll ich wissen, ob mich jemand gesehen hat? Zum Beispiel dadurch, dass Sie es gemerkt haben. Naja, vielleicht fällt es Ihnen noch ein. Man ist ja kaum 3-4 Stunden unterwegs, ohne jemandem aufzufallen. Ne? Wiedersehen, Herr Helm. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was wollten die denn? Nichts von Bedeutung. Wenn ein gutes Gewissen ein sanftes Ruhekissen ist, dann hat der chronische Schlafstörungen. Ich schlafe auch schlecht in letzter Zeit. Nächste? Hey, wo willst du denn hin? Moment mal. Und guck dir das an. Gehen wir gleich noch mal hoch? Nee. Eins. Schauen wir nach. Sehen, was er macht. Er hat uns doch bemerkt. Soll er. Ja, 2 Polizeibeamte. Die waren schon bei mir im Büro. Im Notizbuch dieser ermordeten Kellnerin steht auch meine Amtsnummer. Ich habe sie ihr gegeben anlässlich einer Bausache. Dürfen wir Sie noch mal stören? Bitte schön, wenn Sie es für nötig halten. Helga, das sind 2 Herren von der Polizei. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Tja, mehr als ich Ihnen schon gesagt habe, weiß ich eigentlich nicht. Vielleicht haben wir nicht alles gefragt. Haben Sie einen Militärkanister, grau-grün? Ja. Nein. Wieso nein? Ich hab doch einen. Ich habe ihn weggebracht. Weshalb? Das möchte ich auch wissen. Weshalb, weshalb? Das hat doch in der Zeitung gestanden, mit dem Kanister. Ich wollte nicht, dass du in diese Sache hineingezogen wirst. Aber gerade dadurch machst du mich verdächtig. Was für ein Anlass besteht denn, diesen Benzinkanister wegzuschaffen? Entschuldigen Sie. Wohin haben Sie ihn denn gebracht? Auf den Schrotthaufen hinter dem Neubau. Na schön. Das ist ja auch egal, wo er jetzt ist. Jedenfalls, Sie hatten einen. Ja, fast alle vom Amt haben einen. Aber nicht alle vom Amt stehen im Frau Reichs Notizbuch. Ich habe Ihnen bereits erklärt, wie ich da hineinkomme. Sie sahen jedenfalls keinerlei Anlass, den Kanister zu beseitigen. Nein. Gut. Erreiche ich Sie immer im Amt oder zu Hause? Tagsüber im Amt. Gut, das wär's. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das Dümmste, was du machen konntest. Ja, glaubst du? Was ist los? Dann war es wohl auch verkehrt, dass ich den Wagen gleich zum Waschen gebracht habe. Verkehrt? Überflüssig jedenfalls. Auf der Rückenlehne habe ich rote Haare gefunden. Und im Reifenprofil Kiefernadeln. Isabel Reisch war rothaarig und ist in einem Kiefernwald gefunden worden. Du glaubst doch nicht etwa... Weißt du eigentlich, was du da redest? Wo ist die bunte Decke? Weiß ich nicht. Verhörst du mich jetzt? Nein. Aber wenn ich dir nicht geholfen hätte, dann könnte die Polizei dich jetzt so fragen. Ich werde dir auch weiterhelfen, Gerhard. Ganz gleich, was kommt. Jedenfalls mal was ganz Neues. Ja. Mir ist die Rollenverteilung nicht klar. Mir auch nicht. Die Frau ist weniger überzeugend als er. Oder ist das abgekartete Spiel? Mann, weiß ich doch nicht. Denkst du dir was aus? Bitte, meine Herren.
weißt ja Bescheid. Was soll das alles? Keine Ahnung. Hat mein Chef sich ausgedacht. Und der? Tja, von der Größe und der Figur her könnte es gewesen sein. Das Gesicht habe ich doch nicht beachtet. Können Sie hier eine Minute warten? Ja, bitte. Herr Helm, bitte. Der Tankwart hat sie wiedererkannt. Ja, ich war hier. Ich habe Benzin geholt. Der Tankwart hat sie nicht wiedererkannt. Das war ein Trick, aber ich denke, es ist gut, wenn Sie jetzt langsam zur Wahrheit übergehen. Stimmt, was Sie da sagen. Warum haben Sie da nicht sofort die Polizei benachrichtigt? Wie denn? Da war weit und breit kein Telefon. Und außerdem habe ich es für richtiger gehalten, Sie in ein Krankenhaus zu fahren. Sie hat ja noch gelebt. Und warum hast du es dann nicht getan? Weil sie inzwischen tot war. Ich habe mir das alles überlegt und... Ja? Ich wollte einfach nicht in einen Riesenschlamassel hineingeraten. Unsere Beziehungen waren sowieso ziemlich am Ende. Soll ich das so auffassen, dass Sie sie nicht im Wald verbuddelt hätten, wenn Ihre Beziehung zuletzt noch in Ordnung gewesen wäre? Nein. Sondern? Na, helfen Sie mir mal. Ich möchte das gern verstehen. Ich wollte einfach nicht, dass das noch ein ungeheures Drama gibt, wo sowieso schon alles vorbei war. Einem Verletzten hilft man. Da fragt man nicht, ob er einem menschlich nahe steht oder nicht. Aber Frau Reisch war tot. Und... Sie wollten durch die Tote nicht auch noch Ärger. Ja. Ich weiß, das klingt vielleicht roh. Wie das klingt, spielt keine Rolle. Sie haben also deshalb nicht die Polizei alarmiert, weil Sie Unannehmlichkeiten mit Ihrer Frau befürchteten? Ja. Die wusste davon nichts? Nein. Obwohl sie ahnungsvoll den Kanister beseitigte? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass meine Frau manchmal sehr sonderbare Ideen hat. Ja, das haben Sie gesagt. Was halten Sie denn von folgender Version? Sie haben Karges angefahren und tödlich verletzt. Isabel Reisch hielt es für angebracht, die Polizei zu verständigen, aber sie wollten das nicht. Sie hat ihnen gedroht, haben sie die Beherrschung verloren, haben dafür gesorgt, dass sie nichts mehr sagen konnte. So ein Blödsinn. Ich war völlig vor den Kopf gestoßen, als ich in der Zeitung von diesem toten Mann las. Aber das habe ich Ihnen auch schon gesagt. Ja, ja. Sie waren auch völlig vor den Kopf gestoßen, als wir Sie verdächtigten, in Suddenrat getankt zu haben. Sie geben immer nur das zu, was wir sowieso schon wissen. Ich bringe Sie um und danach gehe ich in aller Seelenruhe Benzin holen. Gott, oh Gott. Das kann ja auch umgekehrt gewesen sein, Herr Helm, nicht? War es aber nicht. Als ich zurückkam, lag sie schwer verletzt neben dem Wagen. Wie durch Geisterhand. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass Ihr Mann, Herr Reisch... Ja, sprechen Sie ruhig weiter. Dass er dazugekommen ist, als Isabelle mit diesem Mann vielleicht geflirtet hat. In diesen Anzug passen Sie aber auch. Auch Sie können zurückgekommen sein. Ich habe Frau Reisch nicht getötet. Ich hatte nicht die geringste Veranlassung. Einen Grund haben wir Ihnen schon genannt. Es gibt noch einen. Frau Reisch hat zum Abschied Geld verlangt. So etwas hat sie nicht einmal angedeutet. Kann ich jetzt gehen? Nein, Herr Helm, Sie sind vorläufig festgenommen. Herr Helm, bitte. Ich glaube, seine Frau spielt eine größere Rolle, als wir bisher angenommen haben. Meinst du, sie deckt ihn? Aber welchen Sinn ergibt das dann, wenn Helm behauptet, seine Frau sei völlig ahnungslos gewesen? Tja,
Komisch ist das schon. Am Samstag täuscht Helm noch seiner Frau vor, eine dienstliche Inspektionsfahrt zu unternehmen. Ja. Warum sollte er so ein Theater veranstalten, wenn seine Frau bereits wusste, dass er Frau Reisch beim letzten Zusammensein getötet hat? Also, ich kapiere das nicht. Das verstehe ich auch nicht. Sie hat einen kleinen Zweitwagen. Ich glaube, sie ist hinterhergefahren. Ja, man muss das überprüfen. Es gibt ja auch Privatdetektive. Vielleicht hat sie ihrem Mann einen auf die Fersen gesetzt. Ach. Und der hat die Reisch getötet und den Karges. Oder wenn er Zeuge geworden ist. Dann hat er der Frau Helm Bericht erstattet und hat den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Ne? Ach, Mensch. Sie haben inzwischen erfahren, dass wir Ihren Mann behalten haben? Ja. Hatten Sie damit gerechnet? Sie sind so gefasst. Das scheint nur so. Frau Helm, wussten Sie von dem Verhältnis zwischen Frau Reisch und Ihrem Mann? Ich wusste, dass er fremd geht. Er sagt, Sie wussten es nicht. Er wusste vielleicht nicht, dass ich es wusste. Männer sind manchmal sehr dumm. Ihr Mann versichert, dass er Isabel Reisch nicht getötet hat. Es fällt ziemlich schwer, das zu glauben. Wenn er es getan hat, um seine Ehe zu retten? Frau Helm, Sie haben den Wagen waschen lassen und den Kanister beiseite geschafft. Irgendwie müssen Sie doch befürchtet haben, Ihr Mann könne in die Sache mit reingezogen werden. Ja. Jetzt reden Sie aber so, als könnten Sie seine Schuld nicht ausschließen. Waren Sie an diesem Nachmittag vielleicht auch in der Nähe von Suddenrath, Frau Helm? Nein. Sie sagen das Nein so, als ob Sie das belustigt. Wo waren Sie denn an diesem Samstagnachmittag? Hier? Hatten Sie den Laden auf? Nein. Hat Sie jemand gesehen zwischen 5 und 7? Nein. Sie sind also sicher, dass Sie zur Tatzeit kein Alibi haben? Ja. Sie waren an diesem Samstagnachmittag im Kirchenkreis und haben bei der alten Betreuung ausgeholfen. So. Auch mit unnötigen Lügen können Sie die Lage Ihres Mannes und Ihre eigene nur verschlechtern, Frau Helm. Stellen Sie Nachforschungen über mich an? Ja. Und das ist doch ein merkwürdiges Ergebnis, nicht? Sie haben ein Alibi und geben es nicht an. Also das Gegenteil habe ich ja schon erlebt, aber sowas nicht. Sie müssen Ihren Mann ja nicht unbedingt belasten und sich selber schon gar nicht, aber Ungereimtheiten dieser Art, Frau Helm, die helfen niemandem. Guten Abend. Hallo. Bist du nicht mein geschiedener Mann? Ja. Aber wenn du Besuch hast, dann gehe ich wieder. Du willst mich immer für dich allein, was? Du Egoist. Ich bin allein. Komm rein. Was feierst du denn? Einen Großauftrag, der sogar Spaß macht. Na, möchtest du was? Ja, vielleicht einen Gin. Mhm. Weißt du, das Ganze ist verrückt. Er sagt, er hat Isabel Reisch nur deshalb weggebracht und sich verdrückt. Danke. Damit seine Frau nichts davon merkt, aber die hat es längst gewusst. Das ist typisch. Was? Ein Mann denkt immer, eine Frau merkt das nicht. So oft, dass dann auch in den Witzblättern der Zeitungen steht. Lippenstiftabdrücke am Hemdkragen, der verwehte Duft fremden Parfüms. Die Männer denken nicht daran. So. Mhm. Na jedenfalls, wenn er es gewusst hätte, dass sie es weiß. Dann hätte er es ihr nur zusammenbrochen. Nein, nein, so ernst war sie nur auch wieder nicht. Jedenfalls, wenn Helm jemand umgebracht hat, mhm. Ja, Frau Helm hätte das verhindern können. Frau Helm? Ja. Nicht er? Er auch, sicher. Natürlich. Du lieber Gott, wenn eine Frau sowas merkt, sowas entdeckt, wie du sagst, Lippenstifte, blondes Haar, was weiß ich, dann wird sie ihm doch wohl... Einen Skandal machen? Ja. Pass mal auf. Ich komme von einer langen Reise zurück, zum Beispiel von Sylt. Ich finde 2 Abendbrotteller, 2 Cognac-Gläser, 2 Kaffeetassen und an einer Tasse sehe ich Lippenstift. Das ist unübersehbar. Ich
tue, als bemerke ich nichts. Ich gebe ihm Gelegenheit, die Spuren zu entfernen. Warum wohl? Ja? Weil ich glaube, es war nur ein Ausrutscher. Als Freibrief ist das natürlich nicht gedacht. Naja, das ist edel, aber verkehrt gedacht. Jedenfalls, wenn dieser Helm einen Mord begangen hat, damit etwas nicht bekannt wird, was schon bekannt ist. Ich meine, wenn es stimmt, dann ist es schlimm, aber... Ich weiß nicht, ich denke im Kreise, weißt du? Wie eine Platte, die einen Schwung hat. Entschuldige, als ich kam, warst du so heiter und vergnügt und jetzt habe ich dir die ganze Laune verdorben. Verziehen. Lippenstift. Ja, bitte? Morgen. Das ist doch nicht Ihr Ernst hier. Doch. Sie können doch nicht eine Besuchszeit für Frau Helm beantragen, wenn Sie ausdrücklich feststellen, dass der Verdacht der Komplizenschaft nicht ausgeräumt ist. Ich verspreche mir psychologisch was davon. Ach du lieber Gott. Glauben Sie, die verplappern sich? Ja, das nützt ja auch nichts, wenn keine Aufsicht dabei ist. Ne? Was denn? Sie wollen die ganz allein miteinander reden lassen? Tja, damit mal was ausgelöst wird. Helm sagt immer nur, ich war es nicht, aber die Indizien sind mager. Du lieber Gott, was soll denn ausgelöst werden, wenn die miteinander ungestört sprechen? Die verabreden doch nur neue, faule Sachen. Ich habe den Eindruck, dass ihm ihre Hilfe lästig ist. Er traut ihr nicht. Ich möchte gerne wissen, warum. Es klingt unfair, aber ich möchte, dass Frau Helm ihren Mann mal so richtig entnervt. So wie sie mich, was? Na schön. Will sie ihn denn überhaupt besuchen? Ja. Er dagegen scheint keine Sehnsucht zu haben, hat sich noch nicht mal nach einer Besuchsmöglichkeit erkundigt. Das geht auf Ihre Verantwortung. Ja, sicher. Und wenn es gut geht, dann werde ich sagen, dass es Ihre Idee war. Was würde das heißen? Wie neulich beim Fall Klemm, da haben Sie zu mir gesagt, das ist verrückt und zur Presse, dass es Ihr Schachzug war. Geht's dir gut? Nein. Ich gehe mit dir durch dick und dünn. Und wie stellst du dir das vor? Ich meine, du kannst dich auf mich verlassen. Du redest, als ob ich einen Mord begangen hätte. Sag mal, glaubst du etwa, dass ich es war? Die Frau und den Mann oder nur die Frau? Was glaubst du? Ich glaube, dass ich dir helfen kann. Du musst die Hilfe nur wollen. Gerhard, sprich dich doch aus. Ich bin doch deine Frau. Das ist ja fabelhaft. Ich sage, verzeih mir und du hilfst mir aus der Sache raus. Du hast ja mit deiner Hilfe gleich recht wirkungsvoll angefangen. Ich sage, ja, ich habe so einen Benzinkanister und du sagst nein. Ja, ich weiß, du willst den Verdacht von mir ablenken. Aber gerade dadurch hast du mich verdächtig gemacht. Wir reden aneinander vorbei. Ja, hast du recht. Es ist schade. Mach mich nicht verrückt. Sieh mal, es kann doch wirklich auch mal passieren, dass ein Mann... Es geht jetzt um ganz etwas anderes. Verstehst du? Ich werde nicht angeklagt, weil ich mich ein paar Mal mit Frau Reisch getroffen habe. Ich werde des Mordes verdächtigt. Warum vertraust du mir nicht? Du stellst meine Geduld auf eine sehr harte Probe. Und was soll ich sagen? Am besten gar nichts mehr. Es kann doch sein, dass ich dich wirklich retten kann. Ach, dann tu's! Sie haben nur noch 10 Minuten. Ich verzichte! Ihrer Frau scheint sie ja nicht gerade moralisch aufgerüstet zu haben. Sie sagt, sie kann mir helfen. Und das ärgert sie? Nur sie helfen kann. Tja, das würde mich auch interessieren. Ich kann mir gar nicht helfen. Ist Ihnen
schon mal der Gedanke gekommen? Ja? Dass Ihre Frau die Hand dabei mit dem Spiele haben könnte? Wie denn? Sie hat doch ein Alibi. Hm. Es gibt nicht nur in Amerika berufsmäßige Killer. Sie haben eine Ahnung. Meine Frau und... Absurd. Ihre Frau scheint von Ihrer Unschuld nicht so ganz überzeugt zu sein. Ich bin jahrelang nicht fremd gegangen. Trotzdem war sie davon überzeugt. Sie kennen Frau Pilz aus dem Amt, meine Vorzimmerdame. Ja. Ich habe nichts gegen sie, aber auch nicht viel für sie. Trotzdem hat meine Frau den Amtsleiter immer wieder bestürmt, mir eine ältere Sekretärin zu geben. Ich wusste davon nichts. Eines Tages kam er zu mir und sagte, wenn es stimmt, wolle er mich versetzen. Und wenn es nicht stimmt, dann solle ich meine Frau bitten, mit diesen lästigen Anrufen aufzuhören. Hat sie damit aufgehört? Ja, aber ich musste schwören. Dass sie nichts mit ihr hatten? Ja. Und zwar bei Gott. Meine Frau ist religiös. Seitdem, das ist ein paar Jahre her, muss ich schwören, wenn sie misstrauisch wird. Ich tue es aber nicht mehr. Zumal Sie ja inzwischen tatsächlich fremdgehen. Ja. Haben Sie Isabel Reisch geliebt? Naja. Am Anfang war ich ziemlich verknallt. Aber dann bin ich dahinter gekommen. Sie wollte nur raus aus ihrem Milieu. Besseres Leben. Bei mir hat sie wahrscheinlich mehr vermutet. Können Sie sich vorstellen, dass sie sich auf die Schnelle mit einem von der Straße eingelassen hat, mit einem Typ so wie Karges? Nein. Sie hatte Bekanntschaften. Aber eine Nutte war sie nicht. Wie erklären Sie sich, dass Karges im Zusammenhang mit Isabel Reisch und offensichtlich vom gleichen Täter getötet wurde? Gar nicht. Ich verstehe es nicht. Höchstens, wie gesagt, dass der Mann von Frau Reisch angenommen hat, dass der Karges der war, der seine Frau vom Lokal abgeholt hat. Aber sehr überzeugend klingt das nicht. Eben. Na gut. Ich will Ihnen übrigens gerne glauben, dass Sie unschuldig sind, nur mein Glaube allein nützt gar nichts. Wiedersehen. Sag mal, was verspricht er sich eigentlich davon? Keine Ahnung. Vielleicht, dass wir Zeuge werden sollen, wie sie dem Killer das Honorar überreicht. Na endlich. Du, warte mal. Die gehen noch zum Fleischer. Ach du lieber Gott. Ich werde mal schön Zeuge, wie sie Briefmarken kaufen. Darf ich fragen, weshalb Sie einen zweiten Hausdurchsuchungsbefehl für Helm beantragt haben? Ja. Wir müssen Sie aber auch fragen. Moment. Wieso übergehen Sie mich da einfach? Ja? Ja, wir sind schon unterwegs. Weil es eilig ist und Sie nicht in Ihrem Büro waren. Was versprechen Sie sich eigentlich von einer zweiten Durchsuchung? Frau Helm hat einen postlagernden Brief abgeholt. Und nun sind wir da sehr clever, weil wir keine Handhabe haben, ihn zu beschlagnahmen. Frau Helm jedoch den Brief mit nach Hause genommen hat, haben wir eine zweite Hausdurchsuchung gegen den Tatverdächtigen Herrn Helm beantragt und bekommen. Korrekt ist das nicht. Aber auch nicht ausdrücklich verboten. Wollen Sie zu mir? Ja.
Ja, wo sind denn das Ganze noch einmal? Für den Fall, dass wir beim ersten Mal nicht richtig gesucht haben. Und was suchen Sie? Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss zur Sitzung des Kirchenrates. Sie haben Anspruch darauf, dabei zu sein. Wollen Sie nicht lieber absagen? Können Sie nicht ein anderes Mal wiederkommen? Nee, müssen wir jetzt machen. Hoffentlich wird es nicht zur Gewohnheit. Wir haben einen Durchsuchungsbefehl. Wir müssen überall suchen. Was ist denn daran so schlimm? Den habe ich schon. Jürgen? Ja? Hast du den Korb untersucht? Ja. Das ist Isabel Reisch, nicht wahr? Was ist in dem Umschlag? Das geht Sie gar nichts an. Das sind alles meine Privatsachen. Fühlt sich an wie Geldscheine. Ja, das sind meine Ersparnisse. Mhm. Haben Sie nicht erst gestern von der Post abgeholt? Nein. Hier ist aber noch der Poststempel da. Es ist jedenfalls mein Geld. Wie viel ist es? Ich weiß nicht, was meine Ersparnisse mit dem Mordverdacht gegen meinen Mann zu tun haben. Willi, zähl mal. Als Geschäftsfrau bewahren Sie Ihr Geld im Lager auf? Ich kann es im Geräteschuppen aufbewahren, wenn ich will. Na, Willi? Na, Moment, bin ich ein Geldzähler. 30.000. So, das geht auch alles mit hier. Was wollen Sie denn mit den alten Bändern? Sie bekommen eine Quittung über die 30.000 Mark und über die vorübergehend beschlagnahmten Gegenstände. Danke, ich verzichte. Kriegen Sie trotzdem. Schnell ins Labor damit. Jawohl. Das mit dem Geld ist doch oberfaul. Ja, wäre mir lieber gewesen, wenn Sie das Geld nicht bekommen, sondern jemandem übergeben hätte, zum Beispiel einem Helfer. Ja, vielleicht wollte sie das auch noch. Und wir waren voreilig. Das ist doch Quatsch. Hätte sie es doch von ihrem Konto abgehoben, nicht unter dem Kennwort Abendstern zugeschickt bekommen. Stimmt auch wieder. Tag, Herr. Tag. Danke, Edik. Kommen Sie mit rein, bitte. Was schätzen Sie, wie viel Geld Ihre Frau hat? Was soll sie schon haben? Der Laden hält sich gerade noch. Außenstände? Oh Gott, wie kommen Sie denn darauf? Sie hat 30.000 Mark geschickt bekommen. Ach nee. Postlagernd. Von wem denn? Na, ich dachte, Sie könnten uns das vielleicht erklären. Nein. Warum fragen Sie sie nicht selbst? Ja, das habe ich schon, aber sie sagt es nicht. Und das hier haben wir auch noch gefunden. Setzen Sie sich doch. Danke. Das habe ich an dem Abend zerrissen und in den Mülleimer geworfen. Wer schickt Ihrer Frau 30.000 Mark? Überlegen Sie mal.
Könnte ich tagelang überlegen, ich käme nicht drauf. Kennwort Abendstern. Also doch. Es gibt auch keinen Reim. Sagen Sie es trotzdem. Also schön. Das war, ehe wir geheiratet haben, vor 16 Jahren ungefähr, da habe ich sie manchmal so genannt. Lyrischer Überschwang, wissen Sie, Abendstern, Stern der Liebe. Auch wenn Sie es nicht glauben, meine Frau sah damals aus... Ich weiß, ich habe Fotos gesehen. Tja, das ist alles, was ich mit Abendstern anfangen kann. Arthur Kapp? Komm gleich mal runter ins Labor. Ja, in 10 Minuten. Ich habe gerade Herrn Helm hier. Komm gleich und bring ihn mit. Was ist denn los, Willi? Du wirst Augen machen. Nee, Ohren. Ja, gut. Kommen Sie. Isabel! Der Doktor. Habe ich nicht gesagt, dass ich komme? Und was hast du vor? Ich habe mir gedacht, erst fahren wir mal ein Stück und dann werden wir schon sehen. Das ist wirklich eine fabelhafte Idee. Wo haben Sie das her? Erkläre ich Ihnen gleich. Da ist mir der Sprit ausgegangen, wie ich es Ihnen gesagt habe. Jetzt hast du ja deinen Spaziergang. Ist ja nicht weit bis zu dem Kaff. Ich beeile mich. Es folgen jetzt weitgehend unverständliche Passagen. Die lassen wir weg. Jetzt Achtung! Das klingt wie ein Unfall. Was machen Sie denn da? Frau Reisch, er ist mir direkt vor den Wagen gelaufen. Sie haben nichts gesehen. Bitte, Frau Reisch, hier, nehmen Sie das. Ja, aber hören Sie mal, das kann ich doch nicht machen. Sie kriegen mehr, morgen. Frau Reisch, wenn das rauskommt und ich habe mich bestechen lassen. Frau Reisch, bitte. Frau Reisch, ich kann doch nichts dafür. Seien Sie doch vernünftig, bitte. Ich bin nicht, aber hören Sie, da kann ich nicht mitmachen. Frau Reisch, jetzt seien Sie ruhig, sage ich Ihnen. Edel! Lassen Sie mich doch los! Verdammt nochmal! Hilfe! Wer hat das aufgenommen? Herr Dr. Baumann konnte aufgrund der Unterlagen der Spurensicherung nachweisen, dass der sichergestellte Kassettenrekorder im PKW des Herrn Helm hier im Sitz zeitweise montiert war. Ich beantrage gleich die Haftentlassung. Sie können so lange in meinem Zimmer warten. Vielen Dank, Dr. Baumann. Bitte. Hast du Schäffner schon verständigt? Nee, komisch. An den denke ich bei sowas immer zuletzt. Ihr Antrag ist in einer Stunde durch. Das kommt mir nicht so drauf an. Es gibt im Stadt- und Kreisgebiet 11 Familien mit dem Namen Kurmeier. 6 davon haben Auto. 4 schreiben sich mit H, 7 ohne H. 8 haben Telefon. Sag mal, sollen wir die alle der Reihe nach durchgehen? Nein, nein, fahr mal zur Reisch. Seine Frau hat den Mann ja erkannt. Vielleicht weiß der, um wen es sich handelt. Ja, gut, danke schön. Tja, Ihre Frau hatte recht, als sie sagte, sie könne sie retten. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Eins. Sie kommt jetzt. Kann ich woanders hin? Ja, Sie können hier bleiben, ich gehe rüber. Sie haben den Beweis für die Unschuld Ihres Mannes im Keller versteckt. Für die Unschuld? Ja. Ich rede von Schuld im Sinne des Gesetzes. Ich nicht.
Hätten Sie Ihren Mann womöglich lebenslang im Zuchthaus sitzen lassen? Wird Ehebruch denn noch bestraft? Ja, ja. Ich habe es einmal wissen wollen, was er treibt auf diesen Dienstfahrten. Ich habe nicht seine Unschuld im Keller versteckt, sondern seine Schuld. Jawohl, seine Schuld. Oder was glauben Sie, wie lange eine Frau sich ungestraft demütigen und entehren lässt? Er hat seine Strafe verdient, mehr als verdient. Das ist ein anderer Prozess. Für wie lange hätten Sie ihn denn verurteilt? 3 Monate, 1 Jahr, 10 Jahre? Er hätte es so leicht gehabt, aus der Klemme rauszukommen. Eine einzige Bitte um Verzeihung. Aber er denkt nur an sich. An sich und an seine Weiber. Wie mir zumute ist, das interessiert ihn gar nicht. Es hat mit Frau Pilz vor 8 Jahren angefangen. Das steht hier nicht zur Diskussion, vor allem. Sie haben einen Unschuldigen belastet und so die Fahndung nach dem Schuldigen erschwert. Damit haben Sie sich der Freiheitsberaubung durch Unterlassung nach § 239 und der Begünstigung nach § 257 schuldig gemacht. Es geht nämlich hier um Mord, Frau Helm, und nicht um Eifersucht. Sie können ja nicht anders reden. Sie sind selbst ein Mann. Kennen Sie Herrn Kohlmeier? Nein. Tja, dann können Sie jetzt gehen. Kann ich zu meinem Mann? Er kommt in Kürze frei. Jetzt hängt sie Girlanden zum Empfang auf. Haferkamp? Wo? Ja, ich notiere. Gut, wer zuerst da ist, wartet. Ich fahre gleich los, Ende. Reisch sagt, seine Frau hat sich hier mal ihre Schuhe gekauft. Zum Büro geht's über den Hof, hat mich schon erkundigt. Links am ersten Stock. Ich möchte gerne Herrn Kohlmeier sprechen. Bitte? Ja, bis zum 20. Gut. Aber keinen Tag später. In Ordnung, danke. Auf Wiedersehen. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Haferkamp ist mein Name. Ja, bitte. Es handelt sich um eine Auskunft. Ich möchte gerne wissen, wer am Sonnabend, den 7. Februar, mit einem Ihrer Fahrzeuge auf der Landstraße bei Suddenrath unterwegs gewesen ist. Tja, da müsste ich erst einmal nachdenken. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Wie kommen Sie denn darauf? Der Wagen war in einen Unfall verwickelt. Es hat wenig Sinn zu leugnen. Von einem R an Ihrem Wagen fehlt ein kleines Stückchen. Überzeugen Sie sich selbst. Frau Altmann, bitte würden Sie... Ich bin selbst gefahren. Der Mann lief mir direkt in den Wagen. Und die Frau? Welche Frau? In der Nähe stand ein Auto. Darin saß eine Frau. Ich habe niemanden bemerkt. Nein? Nein, ich schwöre. Darf ich mal telefonieren? Haferkamp, stellen Sie mal durch zu Dr. Baumann. Ja. Können wir das mal hören? Bitte. Was machen Sie denn da? Herr Kohlmeier. Frau Reisch, er ist mir direkt vor den Wagen gelaufen. Sie haben nichts gesehen. Bitte. Frau Reisch, hier. Nehmen Sie das.
Aber hören Sie mal, das kann ich doch nicht machen. Wegen mir. Oh, was, ich kann doch nicht dafür. Seien Sie doch vernünftig, bitte. Ich bin mich aber, hören Sie, da kann ich nicht mitmachen. Frau Reisch, jetzt seien Sie ruhig, sage ich Ihnen. Was machen Sie denn da? Lassen Sie mich doch los! Ich weiß inzwischen auch, dass es sinnlos war. Es hat mich nämlich noch jemand beobachtet. Ja? Ich wurde angerufen. Anonym. Von einer Frau. Wollte sie 30.000 Mark? Ja. Ich hätte natürlich nicht geglaubt, dass sie kassiert und dann trotzdem noch die Polizei einschaltet. Das hat sie auch nicht, Herr Kohlmeier. Ihre 30.000 Mark kriegen Sie selbstverständlich zurück. Ich war wirklich sehr mit den Nerven runter, als das passierte. Ja, das müssen wir hier nicht erörtern. Also, Zahnbürste, Schlafanzug und das Nötigste, bitte. Mein Kollege begleitet Sie. Diese Rache an Ihrem Mann, so irrsinnig sie auch ist, die begreift man ja noch einigermaßen. Aber warum haben Sie diesen Kohlmeier erpresst? Geht das Geschäft so schlecht? Oder wollten Sie sich nach seiner Haftentlassung ein paar schöne Tage machen, ihn verwöhnen? Nachdem er sich für seinen Seitensprung entschuldigt hat. Ich muss Sie vorläufig festnehmen wegen Erpressung. Mich? Ja. Ist es denn nicht recht unbillig, wenn dieser Kohlmeier dafür zahlt, dass mein Mann unschuldig für ihn sitzt? Der Verwaltung Mühlen malen langsam, aber... Gerhard. Ich habe Ihnen bewiesen, dass du unschuldig bist. Bedenkt, wie viel besser wir das damals alles über die Runden gebracht haben. Mhm. Oder? Doch, doch. Seit wir geschieden sind, sind wir richtig happy. Es ist schon spät. Ja. Eigentlich habe ich gar keine Lust zu gehen. Warum sagst du nicht einfach, du möchtest bleiben? Möchte bleiben.